Und habe ich denn gefragt, man braucht ja so ein iPhone gar nicht zum Telefonieren, reicht ja ein ganz normales kleines Handy auch aus. Und irgendwer meinte, man braucht ja eigentlich überhaupt kein Handy. Ja, das stimmt auch. Aber ich hatte auch lange Zeit kein Handy. Dann haben wir in der Firma mal einen Erste-Hilfe-Kursus gemacht. Also, da war eine Sanitäterin, die hat da also den Kurs angeboten. Und sie hat gesagt, was macht ihr zum Beispiel, wenn ihr in der Eifel, ja, da gibt es ja nicht so viele Telefonzellen. Jetzt gibt es ja noch weniger heutzutage. Früher gab es da wenigstens noch ein paar Telefonzellen. Und was macht ihr denn, wenn ihr da in der Eifel seid? Ihr seht einen verunfallten, so heißt das im Fachdeutsch, verunfallten Motorradfahrer zum Beispiel. Ist das da hinten? Nee, das ist noch kein Tropenwald. Ja, ihr müsst den, sag mal, wiederbeleben. Und erste Wiederbelebung geht ja, sag mal, Mund-zu-Mund-Beatmung. Und dann wird das... Ah, guck mal, wo wir da sind. So, da hatte ich mich mal verlaufen. Und da habe ich hier... Habe ich noch irgendwas? Nee, zum Hochkommen. Da habe ich immer die Nacht verbracht, weil ich da noch keine Betten hatte. Beziehungsweise ich hatte die nicht mitgenommen. Ich dachte nämlich... So, da habe ich mich hier drin aufgehalten. Wunderbar, das steht also immer noch da. Das war Folge, ich weiß nicht, 100, irgendwas, noch nicht mal 100. Ich schreibe das mal hier drunter, welche Folge das war. Könnt ihr euch die mal angucken, das ist ewig lange her. So, da muss ich jetzt in die Richtung, um zum Tropenwald zu kommen. Ich glaube, da sehe ich ihn auch schon, oder? Nee. Naja, und da, doch, da ist er, genau, wunderbar, Tropenwald. Ja, da war es dunkel, da hatte ich mich verlaufen. Da hatte ich wahrscheinlich auch nicht auf diese Entfernung eingestellt hier. Jetzt bin ich ja auf sehr weit. Auf Fahr, glaube ich. So, da können wir uns hier mal gütlich tun an den Tropenbäumen. Fangen wir einfach mal hier an. Ups. Und hier sind wir auch ziemlich sicher, dass es keine Unterwassertempel gibt und diese Schwertmonster da. Ja, machen wir das hier gleich am Wasser. So, wie machen wir das? Gehen wir mal hoch. Dann kloppen wir uns mal mit dem Bett hier durch. Nee, es ist doch besser, wenn ich hier die altbewährte Taktik mache. So. Das geht schneller. Man kann sich natürlich oben hin mit den Lianen hochhangeln. Aber ich glaube, so geht das allemal besser. Was hat da jetzt geknallt? Nee. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Beim Handy. Da sagte die Frau, stellt euch vor, da ist ein Motorradfahrer, dem müsst ihr erste Hilfe, ihr könnt da nicht weggehen und jemanden anrufen an der Telefonzelle, wenn ihr irgendwo in der Pampa seid. Also, das geht nicht.
Wenn ihr zu zweit seid, okay, dann fährt einer und holt Hilfe oder ruft Feuerwehr, Krankenwagen oder was auch immer an. Wenn du aber allein da bist, ah, ist das nicht ein schöner Blick? Wenn du aber allein da bist, dann kannst du das nicht machen. Ja, und dann habe ich da überlegt, kauf dir ein Handy. Das ist schon so viele Jahre her. Das erste Handy, was ich hatte, war so schwer, dass ich das, wenn ich in einer Dings war, wie heißt es, wenn ich das Handy in der Handgelenktasche hatte, dass es mir dann die Hand, dass die Tasche so runtergezogen hat, dass ich dann richtig, na, ich will nicht sagen, ich hatte Schmerzen in der Schulter, aber es war nicht so schön. Und dann habe ich mir ein kleineres gekauft, mal, das war relativ günstig. Und ich habe so ein Pay-Per-View-Abo hier, nee, wie heißt das? Prepaid-Handy, so heißt das. Da wird dann halt nur abgebucht, wenn ich wirklich was telefoniere. So. Wie viel hat uns dieser eine Baum gebracht? Mal gucken. Jo, anderthalb Text schon. Also das wird auf jeden Fall. Irgendwo liegen auch noch Stacks rum. Nehmen wir mal den nächsten großen. Der ist hier. Wie sieht das mit der Sonne aus? Sieht doch schon relativ dämmerig aus. Dann werde ich mich mal oben hin begeben. Und lege mich vielleicht oben auf dem Baum ins Bett. Wäre ja auch mal was. Ja, das zum Handy, also Siemens C65, klein, reicht mir völlig aus. Ich muss da nicht so ein super duper, das hat auch noch nicht mal ein Betriebssystem, sondern es funktioniert einfach als Telefon. Da braucht man kein Betriebssystem, wenn man telefonieren will. So. Ach, da oben ist die Sonne ja noch. Kein Problem. So. So, weg. Dieser Tropenwald ist so alt, da gibt es noch gar keine. Da gibt es noch gar keine Kokosnüsse dran, beziehungsweise Kakaobohnen. Das ist ja noch ein Tropenwald von vor 3 Jahren, weil ich hier in der Gegend, ja, wie gesagt, da hinten war ich ja schon. Da meine Notunterkunft, das war ja 2012. So lange ist das schon her. Ja, wir werden auf dem Rückweg auch noch eine interessante Sache besuchen. Der eine oder andere, ich denke mal eine ganze Menge, wissen gar nicht, dass das da ist, weil sie sich vielleicht die Welt runtergeladen haben, aber bis sie noch nie gekommen sind. Also immer in meinem Rummelsberg herum wursteln. Aber da kommen wir dann auf dem Rückweg dazu. So, wir haben dann auch Zeit genug hier. Wo ist die Sonne? Da. Wisst ihr was? Ich werde mir hier mal mein Bett aufstellen. Geht das überhaupt? Nee. Also auf Blättern kann man nicht schlafen. Gut, dann bauen wir uns hier nochmal runter. Schnell.
natürlich da auch aus Holzflöcken uns so ein kleines Mini-Baumhaus mal bauen können. Da liegt noch ein bisschen was rum. So. Aber hier kann ich das Bett doch aufstellen, oder? Genau, da geht das. Da liegen noch Holzstämme im Wasser. Gute Nacht.